So, ich spiele die erste Runde. Ich spiele die erste Runde. Ich bin schon dran. Ich habe die erste Runde schon gedrückt. Bingo. Wir sind mitten im Krieg. Ups. Da kam eine Granate raus. Servus und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Borderlands 2 mit Kreis und Alucard. Tada! Die es hier nie einen mäßigen Special-Auftritt haben. Großartig gemacht. Tada! Willkommen im Zirkus. Borderlands 2. Ich habe mich übrigens über das Wort Guano informiert und das heißt im Allgemeinen Exkremente. Ah, nicht nur von Fledermäusen, ist auch von anderen Wesen. Ey, wer schießt hier? Junge, ich werfe eine Granate. Ey, ich hab so voll die merkwürdigen Granaten, die fliegen einfach geradeaus. Na sowas. Ja, wie so Geschosse. Hab was für dich! Zack! Ein Heady nach dem anderen. Hast du mittlerweile eigentlich umgeskillt? Dalukan? Was nicht? Sprich mit mir, Angel. Ich brauche einen Kammerjäger. Am besten gestern. Ich hab jemand mit großem Potenzial gefunden. Sein Name ist Zero. Zumindest wird er so genannt. Habe ich schon mal gehört. Keiner kennt seinen richtigen Namen und... Nein. Der Peter Beste. Heißt er. Ich hasse diese Typen, die einen auf mysteriöser Krieger machen. Im Rahmen von 10 Fällen habe ich nicht mehr was zu bieten. Viele Zero-Überwachungsaufnahmen. Wow, was geht ab? Ja, irgendwelche krassen... Mörder. Selbstmordpsychos hier. Alles. Ich bombardiere sie, ey. Der hat meinen ganzen Bildschirm verklebt. Wie sollen wir denn so arbeiten hier? Ja, deine Bewusstlosigkeit aber ausgenutzt. Ja, aber... Sau, ey. Ich konnte mich nicht wehren. Könnt ihr mich mal aufheben, sonst bin ich gleich tot. Oh. Ah, vielen Dank. Das ist immer gut, sowas. Es geht doch ganz fix hier. Hier ist ein Briefkasten. Wir haben Post. Munition. Oh, der schreibt. Deine Mama. Das ist dein Postfach und deswegen müssen wir uns immer hier hinkämpfen, wenn du ein Päckchen holen willst. Ja, das ist für Fanpost. Weil die ganzen Leute, die hier sind, das sind die Hater. Kann man gar nichts gegen machen. Öffne mal ein Päckchen zuerst. Au. Gag lecker. Oh, das war gar nicht so schlecht, der nicht wehren kann. Der sich nicht wehren kann. Ich habe keine Sniper-Munition mehr. Ich muss erstmal jetzt hier einsammeln. Ich will gerade nicht regenerieren. Ja, du kannst immer... Oh, jetzt kommt wieder dieser Supercopter. Ja, hier waren wir ja schon in der letzten Folge, aber irgendwie musste dann jemand ganz schnell was essen, weil die natürlichen... Immer wenn wir hier raus in die Wüste müssen, die natürlichen Bedürfnisse... müssen natürlich auch in Borderlands irgendwie gedeckt werden. Solange kein Salat dabei war. Der Dalukard hat übrigens mittlerweile eine Salatallergie. Das hätte mir schön, dann würde mir auch keiner was andrehen. Hey, willst du mal irgendwie an der Karotte abbeißen? Also das hätte man jetzt falsch verstehen. Das ist eine Sackgasse. Ja, aber wir schießen auf die... Kopter. Ja, aber die schießen ja nicht zurück, von daher lass sie doch in der Luft. Die fliegen doch nur und beleidigen. Der eine Kopter hier. Ja. Dann müssen wir auf den Schützen schießen. Braucht zielsuchende Waffen. Ja, das wäre super. Ja, gerade Raketenwerfer, das wäre... Ja, du musst den... musst die neue spielen, die hat das. Der Macromancer. Macromancer, genau, da kannst du um die Ecke schießen. Um die Ecke schießen. Ja, so ein bisschen Wanted-mäßig. Copter down! Da geht der Kampf. Was ist das hier für ein Seil? Hier ist ein langes Seil, was hier runtergeht. Ah, die Stromleitung, ey. Sehr dünn. Sehr dünn. Sehr dünne Stromleitung. So, wir müssen jetzt mal hier irgendwie nach unten. Widerstand nicht reicht. Ach, Dalukard ist schon unten, ne? Bist einfach runtergesprungen. Nee, ich bin hier noch auf den Rohren der Stadt. Die Rohre, die Stadt bedeuten. Ja. Oder, also müssen wir jetzt einfach runterhüpfen, oder? Ja, aber habt ihr die Stadt da oben mal gesehen? Was, in der wir drin sind? Ja, über uns. Ach so. Ich weiß nicht, kann man da rein? Oben ist auf jeden Fall eine Quest. Da.
Aber wir müssen da irgendwie hochkommen. Wollen wir dann die Quest auch noch machen? Wir können sie ja mitnehmen. Ich denke, man kommt hier irgendwie von vorne rein. Von vorne rein? Ja, ihr habt mittlerweile festgestellt, die Woche ist das so, dass es jeden Tag nur eine Borderlands-Folge gibt. Einfach daran, dass ich... Wenn wir es ausstrahlen? Ja. Wahrscheinlich. Ich erzähl keinen Mist. Und, Glaubst du, er lügt? Ja. Und da stellst du mir so etwas. Und das wird sich, vermutlich wird sich das wieder ändern, aber ich bin jetzt halt im Moment unpässlich. Du bist jetzt schon im Urlaub, oder nicht? Ich bin, ja, das hört man ja gerade. Hört ihr nicht im Hintergrund bei mir die Wellen und so? Ich bin gerade irgendwie surfen. Surfen in Strand-Let's Play. Auf Hawaii. Nee, ich mach ganz langweiligen Urlaub einfach nur bei der Familie. So Pflichtbesuch und so. Sagen, dass man noch lebt. Genau. Dass die Let's Plays eigentlich völlig verdorben haben. Jetzt wird gestorben. Schnappt euch den Großen. Marvel meint mich nicht. Wie ist der Tank? Auf die Fresse ruft er. Auf den einarmigen Banditen. Da ist schon wieder einer da. Schießt nicht mal zurück mit seinen einen Arm. Kassiert einen. Oh, viele Skag-Lecker, verdammt den Brei. Ich denke, dich kriegen wir wieder hin. Sehr freundlich. Ich brauche Hilfe, Kreis. Ich bin gerade selber am Hilfe brauchen. So, hier, jetzt rede ich wieder. Boah, in der Luft, ey. Awesome Special Wiederbelebung. Skills, ehrlich. Awesome Rewiring by Jumping. Zack. Eine Arme von diesem Down. So, ich spiele die erste Runde. Ich spiele die erste Runde. Ich bin schon dran. Ich habe die erste Runde schon gedrückt. Bingo. Sind wir mitten im Krieg. Ups. Kam eine Granate raus. Wer hätte damit rechnen können? Wir sind down. Ich bin bei dir. Kommt hin. Da kommt eine Granate oder so. Nee, das ist ein kleiner Psycho gewesen. Kommt gleich nicht nur eine Granate, glaube ich. Oh, hier. Badass Goliath. Oh, er fliegt. Oh, fliegender Badass wird er tot. Das war richtig Badass. Heiß. Erstmal hier so, zack. Oh. Mich auch. Ja, ich musste eben erstmal hier, ne? Sonst wäre ich beinahe selber tot gewesen. Shotgun von links. Wo? Oh, der hat das böse Huso-Wort gesagt. Wie gemein. Ich. Damit kann er mich nicht meinen, ich bin eine Frau. Boah, voll gesprengt. Gibt's das böse Huto-Wort? Huto. Ja. Kabuto. Nee, nicht Kabuto. Wenn's den Huso gibt, muss es ja auch die Huto geben. Huso, das ist, Yo, was macht der denn hier? Huso, oh, der Beute-Marauder-Zwerg, Level 28, hat mich gerade mal hier einfach so weggesnackt. Marv ist hinten in Gefahr. So könnte man das sagen. Aber hier ein bisschen mit der Shotgun hat direkt ins... Ecke mit wem verzogen. Ja, mit dem kleinen Marauder-Zwerg. Das Fragezeichen-Level... Er ist 28. Und ein Totenkopf hat er am Arsch. Ich wollte kein Duell, ich wollte den nur wegschießen. Zack. Was hatte der jetzt dabei? Nix, es war ein halbtypischer Beutezwerg. Er hat nichts dabei. Der hat nur die Beute abgestaubt wahrscheinlich. Er sagt dir was? Du kriegst alles, was du verdienst? Oh, hier kannst du einen Schalter drücken. Wo? Nee, doch nicht. Wo? Ich will ihn drücken. Lass mich drücken. Ich will den Knopf drücken. Boah, die kommen jetzt hier echt fies aus den Dingern raus, ne? Was denn? Wer der ist Psycho und einfach schlägt Müll auf dich ein. Was, der schlägt mit Müll auf dich ein? Ja, hier hat so eine selbstgebaute. Oh, Saka, nicht der. Ist ja fies, der Typ, ey. Hier habe ich gerade mit dem Gefaller aufgehört. Von da unten kannst du nichts töten. Wegen dir habe ich gerade mit dem Gefaller aufgehört. Skeck lecker. Hol ihn dir, Badass. Los geht's hier. Zack. Geschnetzeltes. Geschnetzeltes. Oh, eine bessere Sniper. Oh, da musst du mir deine geben. Ja, machen wir gleich. Oh, ich nehme sie jetzt, bevor ich hier verrenke.
Oh, wo da hinten kommen sie noch alle? Hört das überhaupt auf? Und will ich einfach mal die Grotte betreten? Hier sind noch ein paar. Boah! Hier sind überall welche. Wow, der will mich fressen! Oh, ich bin tot. Dafür ist das dasselbe, du hast recht. Oh nein, ich wollte dich gerade wiederbeleben, da hat er mich erschossen. Bla Loader. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Okay, super. Machen wir mal hier den Weapons Exchange. New U Station. Hier, ich rede mit Dalukar. Was denn? Ja, was denn? Was, wie? Gib mir deine Schnieper. Ich will deine Schnieper-Riefel. Ja, lass uns einfach in Sicherheit gehen, ey. Das klingt ganz schön. Wir sind in Sicherheit. Wir müssen in die Guato-Grotte. Da geht's nur weiter. Hinter den Slums. Nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Hilfe! Nö, ich habe keine Sniper bekommen. Oh, Kreis, das war sehr gut. Das war richtig gut. Nice! Das war festgebackt. So, jetzt aber. Oh. Ey, der braucht so lange zum Nachladen. Wow. Ich lebe, du nicht mehr. Boah, der wirft ganz schön präzise Granaten, na, der Typ. Hier ist das Grotto. Du musst ein paar Y94 Odomo-Sprengsätze klauen, wenn du in die Stockade rein und den Krieger finden willst. Der Lift bringt dich dahin, wo sie sie aufbewahren. Ja, jetzt gucken wir mal die Sniper an. Okay, also, die hat keine Schuss. Keine Schuss ist schlecht. Die kannst du haben. Die ist besser als die du hast, aber schlechter als meine. Gehen jetzt hier ab. Ätzender Goliath. Oh. Der ist echt ätzend. Wow, der ist aber richtig gemein. Ich bin angeslagt. Oh oh. Da kommt ein Selbstmordzwerg. Bam, Headshot. Also seine Bombe hat er trotzdem fallen lassen. Die wird von allen Seiten. Oh. Was Alter spricht, oder was? Boah. Ey, die blöden Granaten, die brauchen so lange zum Explodieren. Na komm schon. Ich bin der Beste. Oh, da ist noch einer. Und noch einer. Oh. Der gute Marv, er schläft. Wo schläft er? Bist du da? Ja. Ich bin dran, ja. So, oh, nachladen. Immer das gleiche Problem. Dauerfeuer, Abenteuer ist hier einfach das Beste. Oh. Was ist ja, denn so mit denen passiert? Ich habe mir Headshot gegeben. Ich habe auch gehört, dass die richtig guten geilen Waffen erst im zweiten Durchlauf kommen. Naja, es gibt ein Easter Egg in dem Spiel, da bekommst du also das Easter Egg mit den besten Drops. Aber das Easter Egg versauen viele Leute. Sag. Und wir auch? Haben wir es schon versaut? Nee, da, wir waren kurz davor. Ich wollte es aber auch nicht auf gut Glück da hingehen, weil ich nicht wusste, wo hundertprozentig es ist. Das war da, wo der Lavasee ist, wo Handsome Jacks gute Oma lebt. Das ist so ein Herr der Ringe Easter Egg und da muss man irgendwie drei Monster angreifen und die rennen dann weg. Du kannst sie aber töten, aber das sollte man halt nicht machen. Dann springen sie nämlich in die Lava und da kommen 8 Vögel oder so da raus und die droppen alle Epics. Ah. Wenn ich euch beide hier irgendwo stehen sehe, dann weiß ich immer, dass es hier was zu looten gibt. Ich habe gesagt, Waffenkiste. Und du nimmst beides mit oder was? Da waren 3 Sachen drin. Ja, ich dachte, du warst doch schon wieder weg. Der Marv war schon wieder weg. Ich hab einen. Nee, du bist auch schon gegangen. Ich wollte den Vortritt lassen. Ja, du bist doch immer der Erste, der da ist. Ja, aber wenn es nicht gut ist, nehme ich es ja nicht mit. Ja, und deswegen habe ich es genommen. Ich kann wieder weg, Mann. Ist da oben auch was? Oi. Nee, aber so, ich habe den Weg nach hinten nicht gefunden. Hier ist ein Knopf. Sieht mal her, da wir so kleines Boah, Kreis, ey. Unseren Lift benutzen. Auf ihn. Was, ein kleiner Saftkeks? Oh, wir müssen Angriffsgruppen töten. Das ist der Killskill.
Er ist der Ambush Commander, ey. Boah, der Hinterhalt Commander. Ja, jetzt geht's wie ab. Anate! Komm, noch ein Ambush Commander. Die hauen einen total schön. Ich hab so viele Lebenspunkte, die hauen dich trotzdem total schön aus den Socken hier. Ich bin geslaggt. Ich lenke ihn ab und ihr müsst ihn hinten ins Genick schießen. Ich wurde ins Genick geschossen.